Hallihallo, ihr lieben Fräuleinchens, zu einem neuen Rossmann-Haul von mir. Ja, ich habe ein paar schöne Sachen eingekauft, überwiegend für den Urlaub, aber auch natürlich wieder für den Haushalt. Und meine Ausbeute zeige ich euch in diesem Video und wünsche euch viel Spaß beim Ansehen. So, dann geht's los. Allerdings dieses Mal nicht so gewohnt, wie ihr es normalerweise von mir kennt, denn Toilettenpapier muss ich in nächster Zeit nicht kaufen. Ich weiß nicht, ob ich das Video zu dem Zeitpunkt, wo ihr den Rossmann-Haul seht, schon veröffentlicht habe. Deshalb wartet einfach ab, falls es noch nicht online sein sollte. Auf jeden Fall brauche ich Toilettenpapier fürs erste Mal nicht mehr. Also habe ich nur mitgenommen Küchentücher, Küchenrolle von Alouette, also wieder die Rossmann-Eigenmarke. Genau, dreilagig und so weiter und so fort. Eine Packung. Ansonsten habe ich hier ein ganzes Körbchen voll mit sehr, sehr schönen Sachen. Ach so, ausgegeben habe ich, meine 97 Euro, hatte aber wieder den 10% Coupon und dann gab es halt überall auch noch so Rabatte auf einzelne Produkte. Genau. So, legen wir los. Erstmal wahrscheinlich mit den Urlaubssachen. Ich habe mir einen Kulturbeutel mitgenommen. So schaut er aus. Ich fand ihn mega schön. Ich habe einfach was Größeres gebraucht, weil für 8 Tage, ne, man braucht halt schon ein bisschen was, was man an Pflegeprodukten und Schminke und so weiter mitnimmt. Genau, deshalb habe ich mir den mitgenommen. Ich fand ihn mega, mega schön. Von innen schaut er so aus. So ganz normal eigentlich. Und hier hat er dann nochmal so ein kleines extra Fach. Ja, und was ich halt goldig fand, war halt erstmal die Farbe und dann diese Blümchen, die halt da drauf sind. Genau. So, einmal das. Ebenfalls für den Urlaub habe ich mitgenommen Zip-Beutel, also diese Allzweckbeutel, die man ja auch zum Eingefrieren und so weiter benutzen kann. Einfach für die ganzen Kosmetikprodukte einzupacken. Da habe ich jetzt einmal mitgenommen 15 Stück, 1 Liter. So, da ist auch ein Flugzeug abgebildet, also die darf man dann benutzen. Denn einmal hatte ich das nicht gewusst, als ich das allererste Mal alleine geflogen bin. Und da musste ich am Flughafen so ein Teil kaufen. Da hat ein einzelner Beutel, ich glaube, 2 oder 3 Euro gekostet. Also es war schon ordentlich. Und hier hat, glaube ich, eine Packung 1,79 € gekostet, wo ja weitaus mehr drin ist. Genau, und dann habe ich nochmal so ein 10er-Pack mitgenommen mit 3 Liter Beutel, weil halt, wie gesagt, ne, dieser Zip da dran ist. Genau, da kann ich dann halt, wie gesagt, alle Pflegeprodukte gut verpacken. So, ebenfalls für den Urlaub und ich befürchte fast, wir werden es nicht brauchen. Oh Gott, ich könnte heulen, gell? Ich behalte ja immer so ein bisschen das Wetter vom Urlaubsort im Auge und gut, im Moment zeigt es 20 Grad an. Das ist jetzt eigentlich 20 Grad, ne? Ich mag es ja eh nicht so heiß, aber ich befürchte fast, das werden wir nicht brauchen. Vorsichtshalber gekauft habe ich es aber trotzdem, ne, damit man es halt einfach hat. Sonnencreme von San Ozon ist ja auch diese San Ozon Kids. Auch wieder eine Rossmann-Eigenmarke. Genau, Lichtschutzfaktor nehme ich eigentlich grundsätzlich immer den 50er. Yes, so, das durfte für den Urlaub mit. Ja, jetzt finde ich den restlichen Kram für den Urlaub gerade nett. Dann machen wir einfach mal normal weiter. Was ich auch noch mitgenommen habe, war von WC Frisch, dieses WC-Reinigergel. Das geht uns bald aus, deshalb habe ich es nochmal mitgenommen. Mit der Ozeanfrische, ja, finde ich nach wie vor gut. Viele sind ja mittlerweile wie Wasser, aber das ist, den Eindruck habe ich jetzt bei dem nicht. Und deshalb, ja, habe ich das eingekauft. Dann einen Weichspüler habe ich mitgenommen. Ich war da so ein bisschen bei Rossmann auf Schnuppertour. Und da habe ich mich jetzt für den von Kuschelweich entschieden. Frische Traum heißt es und er riecht auch wirklich unglaublich frisch. Der hat einen ganz, ganz tollen Duft. Wie ihr wisst, ich bin echt schlecht im Düfte beschreiben, aber der hat was unglaublich Frisches an sich. Den muss ich unbedingt testen. Ich glaube, dass ich den nämlich noch nicht in der Vergangenheit hatte. Würde jetzt lügen, aber ich meine nicht. Ihr wisst ja, ich teste mich sehr, sehr viel durch und da kann es natürlich auch passieren, dass man mal ein Produkt doppelt testet quasi. Ne? Ich meine, ich mache das jetzt hier schon seit 3, 4 Jahren durchgehend aufgebraucht und Drogerie-Hauls. Da kommt halt einiges zusammen dann mit der Zeit. Ne? So, dann habe ich, das habt ihr noch nicht im Aufgebrauch gesehen, weil es noch nicht ganz leer ist, aber ich hatte ja von Schauma ein Haarshampoo getestet mit einer Spülung, was wirklich sehr, 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 sehr gut war.
jetzt habe ich entdeckt, da gibt es ja noch viele andere schöne Haarshampoos und dachte, jetzt teste ich mal das hier als nächstes. Und zwar ist das von Schauma, wie gesagt, mit also Feuchtigkeitsshampoo mit Reiswasser für normales bis trockenes Haar. Passend dazu dann natürlich auch die Haarspülung. Ja, da bin ich mal gespannt aufs Testen. Habe mir allerdings für den Urlaub was anderes geholt, einfach um ein bisschen Gewicht zu sparen. Wir haben 20 Kilo Freigepäck pro Person. Hört sich immer so viel an, aber wie schnell hat man die zusammen? Und gerade wenn das Wetter so ein bisschen unbeständig ist, man muss ja an kurze und an lange Kleidung denken. Und deshalb versuche ich bei den Pflegeprodukten so ein bisschen halt an Gewicht auf jeden Fall zu sparen. Jetzt schmeiße ich hier alles um. Das soll natürlich nicht so sein. Ich gucke mal gerade, ob ich sehe, was ich geholt habe. Ach ja, genau. Ihr wisst ja, ich benutze auch total gern Pantene Pro-V, dieses 3 in 1. Das genau, was ich normalerweise gern benutze, gab es nicht. Und deshalb habe ich das hier jetzt mitgenommen. Ebenfalls Pantene Pro-V. 3 in 1 mit Pro-V Formel Antioxidantien, Shampoo, Pflegespülung und Intensivpflege. Und damit ich halt nicht zwei solche Dinger mitschleppen muss, sondern nur eins. Das reicht für uns Mädels für eine Woche Urlaub locker. Genau, also wie gesagt, habe ich mich für das hier entschieden, weil bei Pantene Pro-V weiß ich auch, es ist auf jeden Fall gut. Und ja, werden wir dann im Urlaub testen. Ich bin mal gespannt, da steht übrigens Volumen pur drauf. So ein Shampoo kaufe ich ja in der Regel nicht, weil ich habe einfach Ultravolumen in den Haaren. Ich hätte eigentlich ganz gerne das Gegenteil. Ist dann jetzt so ein bisschen kontraproduktiv, aber ich denke, für eine Woche Urlaub ist das vollkommen okay. So, dann habe ich ein Haarspray mitgenommen, was mir jetzt zumindest als, also jetzt erst aufgefallen ist, aber ich sehe auch gerade, das ist eine aktuelle LE. Isana, also auch wieder Rossmann Eigenmarke mit Bambusextrakt. Da bin ich jetzt mal sehr, sehr gespannt drauf. Starker Halt, Nummer 4 haben wir da, kein Verkleben und so weiter. Ich werde es auf jeden Fall mal testen, ja. Bin gespannt. Der Janis und ich, wir sind ja hier die Haarspray-Profis im Moment. Ohne Haarspray morgens geht halt einfach gar nichts. Auch wenn ich viel Zopf habe, aber mir stehen überall immer so Babyhärchen ab. Und dann wieder so ein bisschen Haarspray draufgeklatscht und dann liegen die einigermaßen an. So, dann habe ich noch mehr zum Testen mitgenommen. Ihr hattet ja in meinem letzten Drogerie-Haul, der im Haul war, hattet ihr ja gesehen, da ich gerade von Adidas ein Duschgel teste. Tatsächlich habe ich euch da sogar die Monatsfavoriten gezeigt, weil ich das ultra gut fand. Es gibt hier aber noch 3 weitere Sorten. Da habe ich mich natürlich durchgeschnüffelt. Das eine, das Orangene, war jetzt so von der Duftrichtung her nicht so meins. Und deshalb habe ich das hier mitgenommen. Das ist das Adidas Active Skin and Mint. Dear Care steht da jetzt drauf mit veganer Formel und so weiter und so fort. Und das hat auch diesen klassischen Adidas-Geruch. Also ich sage immer so wie so ein klassisches Männerduschgel, nur halt einfach die abgespeckte Variante. Ich finde, das riecht sehr gut, sehr, sehr frisch. Ich habe euch ja schon mal gesagt, der Preis stört mich ehrlich gesagt schon ein bisschen, weil das andere fand ich nicht so ergiebig. Geil war es definitiv, aber halt nicht so ergiebig. Für 3 Euro, ich hoffe, da ändert Adidas noch so ein bisschen was. Und ja, jetzt werde ich das hier auf jeden Fall testen. Könnte also passieren, dass ihr es in meinen Monatsfavoriten sehen werdet. So, und dann habe ich noch was Neues entdeckt. Also für mich was Neues, ich kann das halt noch nicht. Von Reebok, ja, Cool Your Body Shower Gel. Und da gibt es auch jetzt, ich glaube, 3 verschiedene. Da habe ich natürlich auch überall durchgeschnuppert. Und das hier war halt irgendwie so meins. Das hat auch so diesen, ja, irgendwie klassisches Männerduschgel, aber einfach so ein bisschen die abgespeckte Variante. Und ihr wisst ja, ich mag Männerduschgel total gerne, weil ich mich da einfach so richtig frisch geduscht fühle. Also man hat einfach so ein ultra frische Gefühl. Das schaffe ich zum Beispiel bei Frauenduschgel nicht. Und deshalb, ja, werde ich das jetzt auch mal testen und hoffe, das ist gut. Das geht nämlich auch mit in den Urlaub. So, etwas, was ich nachgekauft habe, hatte ich ja bei DM nicht bekommen. Und deshalb habe ich jetzt gleich bei Rossmann wieder zugeschlagen. Diese Bodylotion, ich habe die euch ja schon mal empfohlen. Die ist echt richtig, richtig gut. Von Neutrogena, die leichte Bodylotion, sofort einziehend. Und tatsächlich ist es auch wirklich so. Die zieht ultra schnell ein. Im Moment habe ich ja eine andere von Neutrogena. Auch die zieht sehr schnell ein. Die aber noch einen Ticken schneller. Und die macht halt einfach ein unglaublich samtiges Hautbild irgendwie. Also ich weiß nicht, ich habe ganz weiche Haut, seit ich die Bodylotion von Neutrogena benutze und deshalb, ja, kann ich die euch sehr empfehlen. Die kostet zwar 5 Euro und ich finde, so ergiebig ist sie jetzt nicht unbedingt, aber die ist geil. Die ist echt geil. Genau. So, was haben wir noch Schönes? Ihr wisst ja, ich stehe ja auch auf mein Waschgel von Balea.
Aber da ich ja bei Russland war, da gibt es ja kein Balea. Und die von Isana habe ich durchgetestet. Die fand ich jetzt nicht so zu 100% geil. Und deshalb habe ich nochmal das von Nivea mitgenommen. Das hatte ich in der Vergangenheit immer. Ist auch ganz gut. Einzige, was mich da stört, ist, kostet halt, ich glaube, 4 Euro. Und das ist halt schon... Ja, aber gut, das hole ich mir einmal und dann lange Zeit nicht mehr, ne? Genau, pflegende Waschcreme für trockene und sensible Haut, mikroplastikfrei, reinigt gründlich, spendet Feuchtigkeit. Und ja, das ist gut, das macht eine ganz samtige Haut. Und ja, jetzt werde ich das mal wieder eine Zeit lang benutzen und kommt auch mit in den Urlaub. So, dann für den Urlaub, ne, habe ich ja eben gesagt, wir brauchen immer Haarspray. Und deshalb habe ich eine kleine Dose mitgenommen. Ich weiß, gerade die kleinen Verpackungen sind eigentlich viel teurer, als wenn man, ne, so eine große Haarspray, also so ein großes Haarspray jetzt zum Beispiel mitnimmt. Aber ich denke halt, gerade für den Urlaub, um halt Gewicht zu sparen, war es jetzt halt ganz praktisch. Und deshalb, ja, habe ich das hier mitgenommen von Taft, Stufe 3 für alle Haartypen. Und ich glaube, im Urlaub brauchen wir auch nicht so viel, weil wir gehen ja viel schwimmen. Da müssen jetzt meiner Meinung nach die Haare jetzt auch nicht so zu 100% sitzen. Dann eher halt abends, wenn wir ausgehen dann zum Beispiel. Ja. Von Balea hatte ich ja letzten Monat eine Tages-Nacht-Creme, eine Antifalten-Tages-Nacht-Creme getestet, die der Burner war. Wirklich, die war sehr, sehr gut. Und da war ich jetzt bei Rossmann auch auf der Suche nach was Passendem und ich wurde auch fündig. Ich bin mal gespannt, ob es an das von Balea kommt. Ihr wisst ja, ich bin da so mittlerweile so ein kleiner Balea-Fan geworden. Auf jeden Fall habe ich es von Isana mitgenommen. Da haben wir einmal die Tagescreme Q10 mit Antifalten-Power, straffend und mit Vitamin E für anspruchsvolle Haut, Lichtschutzfaktor 15. Das gleiche haben wir dann natürlich auch als Nachtcreme. Genau, also haargenau das gleiche, ne? Die Antifalten-Power mit Shea Butter ist da drin und da Vitamin E. Jawohl, werde ich auf jeden Fall für euch testen. Ich kann es hier mal auspacken. Das sind so kleine Döschen. Die sehen eigentlich auch ganz nett aus. Werde ich allerdings auch aus Gewichtsgründen jetzt nicht mit in Urlaub nehmen. Da bin ich ganz ehrlich. Das ist mir, zwei solche Dinger ist mir zu schwer. Und deshalb werde ich im Urlaub nur ein kleines Döschen mitnehmen. Und da habe ich mir die Nivea Soft jetzt gekauft. Erfrischende Feuchtigkeitscreme für Gesicht, Körper und Hände. Ja, also das geht mit. Ich denke, so eine kleine Dose, die langt auf jeden Fall für 8 Tage, ne, bis wir dann wieder zu Hause sind. Genau. So, Delle, was haben wir noch Schönes? Ach, machen wir doch weiter mit für Urlaub, wenn wir doch schon dabei sind. Ne? Ich muss es nur gerade suchen. Also, ich hatte mir ja letztes Jahr so ein Brillen-Etui gekauft für die Sonnenbrille. Ist nicht mehr auffindbar. Und deshalb habe ich mir jetzt noch mal eins mitgenommen. Das ist so schön mit Schwarzglitzer. Letztes Jahr hatte ich mal das gleiche nur in Gold gekauft. Ich habe keine Ahnung, wo es hin ist. Ich könnte mir gut vorstellen, dass mein Kind es irgendwo im Kinderzimmer wieder gebungert hat. Ja, und deshalb das. Und die Sophie wollte, also die Sophie war mit dabei. Sie wollte auch ein Brillenetui und sie hat sich dann aber so ein festeres ausgesucht. Genau, mit diesem Leo-Muster hat dann halt auch 2 Euro mehr gekostet. Aber ja, das durfte dann auch noch mit. So, was haben wir noch Schönes für den Urlaub? Ihr wisst ja, ich benutze gerne Mundspülung. Ich habe jetzt noch Vorrat da, so große Packungen. Und deshalb habe ich mir jetzt für den Urlaub einfach eine kleine Mundspülung mitgenommen. Ich hoffe, das langt für 8 Tage. Oder habe ich 2? Nee, ich glaube, nur die eine. Genau, von der Rossmann Eigenmarke Procudent. Eine Mundspülung mit Fluorid ohne Alkohol. Weil irgendwie, das gehört halt einfach morgens zu meiner Pflegeroutine dazu. Und deshalb, ich brauche einfach eine Mundspülung. Will aber keine große Packung mitschleppen. Ja, dann habe ich mir ein Deo geholt von Rexona. Seit langer Zeit war mir ja ein Fräuleinchen, ich glaube, 6 oder 7 Mal das Deo geschickt hat auf Vorrat, weil es bei uns das lange Zeit nicht gab. Es gibt es wieder, allerdings auch, ja, hat ein bisschen aufgeschlagen, kostet mittlerweile 2,49 €. Aber es ist halt einfach mein liebstes Deo, weil ich einfach dann nur da das Gefühl habe, dass es mich am besten schützt. Das Cotton Try Algodon Deo 48 Stunden halt und so weiter. Also ich finde das echt mega, mega gut. Kann ich euch sehr empfehlen. Ich habe schon andere Deos gehabt, der Schutz ist meiner Meinung nach bei dem hier am besten. Ja, dann etwas gekauft, was ich eigentlich, also was noch nicht so lange her ist, dass ich es gekauft habe, und zwar Zahnbürsten. Denn meine Zahnbürste ist irgendwie schon total zerfetzt. Das war ja, wo hatte ich denn das gekauft? DM oder Rossmann, die Eigenmarke. Auf jeden Fall habe ich jetzt von Colgate nochmal Zahnbürsten mitgenommen in Mittel. 2 plus 1 gratis, einfach damit wir die austauschen können. Ich habe es jetzt erst einen Monat benutzt, aber irgendwie... Keine Ahnung, deshalb neue Zahnbürsten. Jawohl, ich kriege hier gleich ein leichtes Platzproblem. So,
Ganz unspektakulär durften auch diesen Monat natürlich wieder Müllbeutel mit von Rubin. Sophiechen Huster, die ist übrigens auch da. Heute hört ich sie gar nicht, gell? Aber ich will es ja nicht so laut sagen. Von Rubin 60 Liter mit Tragegriff durften mit. So, dann habe ich für meinen Jungen noch ein bisschen was eingekauft. Und ich glaube, ich habe viel zu viel gekauft. Aber gut, dann ist es auf Vorrat, ist nicht so schlimm. Und zwar habe ich mitgenommen von Duschstars das Sport 3-in-1 Körper, Haar und Gesicht. Das ist ja bei Männern immer ganz gut, ne? Ein Produkt für alles und die sind fertig. Genau, da habe ich zweimal das gleiche mitgenommen. Und dann hat er sich selbst, also der Jans hat sich dann selbst ausgesucht von Axe, das Dark Temptation Dark Chocolate Scent steht da jetzt drauf. Ja, das ist so eine große Flasche, genau, das hat er noch mitgenommen. Und das hier wird damit in den Urlaub gehen. Dann habe ich dem Janis noch mitgenommen von Isana Men, das Parfüm Deodorant Body Appel heißt das. Das hatten wir noch nicht, da bin ich mal gespannt, was er sagt. Am liebsten hat er eigentlich Bruno Banani. Das ist ja aber schon relativ teuer, ne? Und ja, jetzt wieder mal das testen, bis es leer ist. Yes. So, jetzt muss ich mal gucken, ne? Ich weiß schon gar nicht mal, wohin mit den Produkten. Ich mache mir gerade mal kurz Platz hier in meinem Körbchen. So. Ach so, seht ihr, da ist noch. Doch noch ein weiteres Fläschchen mit meiner Mundspülung, aber die zwei zusammen wiegen trotzdem noch weniger wie eine große. Wird schon passen, gell? Find's halt echt schwierig, weil man halt jetzt gar nicht so richtig weiß, was man einpacken soll. 20 Grad fühlen sich in der Türkei ja nicht an wie bei uns 20 Grad. Man kann da ja auch trotzdem dann schon in den Pool springen. Meer ist halt schon noch ein bisschen kalt. Aber ich denke halt, 20 Grad über Tag, da wird es halt abends auch ein bisschen kühler. Wenn wir dann unterwegs sind, man braucht halt, denke ich, schon mal auf jeden Fall noch was Langes zum Anziehen. Also es ist echt schwierig. Normalerweise, wenn man im Sommer in Urlaub fliegt, ja, da packt man ein paar Sommerkleider ein und ist fertig. Ne? Das ist jetzt halt so ein bisschen, man muss ein bisschen gucken. So, Sophie und ich haben uns noch was zum Duschen mitgenommen. Die Kleine hat sich entschieden für den Bad-Massageschwamm mit mittlerem Peeling-Effekt zweiseitig von For Your Beauty, ebenfalls Rossmann-Eigenmarke. Und ich habe mir dann wieder so einen Schwamm mitgenommen, da steht ja drauf Netzball. Okay, woanders da stand Massageball, bei Rossmann heißt Netzball, bei mir ist es ein Puff-Puff, so kenne ich es halt aus der Pfalz. Genau, in schönem Zartrosa. So, dann durfte noch was zum Essen mit. Wie immer eigentlich von Fruchtbar, die Laugenherzchen, die lieben einfach meine Kinder und die gebe ich allen, also entweder so zum Snacken, ne? Oder ich gebe es auch ganz gerne mal in die Lunchbox mit, ebenso wie diese Mini-Brezeln, die immer ohne Aufstreusalz sind, von Genuss Plus, die Rossmann-Eigenmarke. Yes! So, jetzt kommt noch Kleinkrams hier. Für den Urlaub habe ich mir ebenfalls noch einen neuen Nagellack mitgenommen und da habe ich mich für Essence entschieden. Nude Tunnel steht da jetzt drauf. Ja, ich fand die Farbe halt irgendwie richtig schön und man hat irgendwie was auf den Zähnen, Fingernägel drauf, ist aber trotzdem noch relativ schlicht. Genau. So, das durfte mit. Dann gab es Prozente, 20% auf Clay-Duftkerzen und ihr wisst, ich kaufe ja eben mindestens eine pro Monat und deshalb habe ich mit dir mitgenommen, die Relaxing Zen, weil die echt gut ist. Doch, die duftet ganz, ganz herrlich gut und ja, werde ich wieder abfackeln. Was mir auch fast ausgegangen ist, ist meine Lieblingsmascara. Ich hatte mir ja bei DM eine andere geholt, die finde ich ganz, ganz furchtbar. Und deshalb bin ich froh, dass ich die jetzt wieder bekommen habe, die Get Big Lashes Volume in Curl Mascara. Hat allerdings jetzt auch ein bisschen aufgeschlagen. Die kostet mittlerweile, ich glaube, 2,50. Naja, ich blende euch ja die Preise ein. Auf jeden Fall ist es teurer geworden. Aber ist ja trotzdem für eine Mascara immer noch günstig, die von Essence, ne? So, was haben wir noch? Zahnpasta durfte mit. Ja, warte mal. Ja, da habe ich erstmal für die Kleine mitgenommen. Von Procodent, Rossmann Eigenmarke. Zahncreme mit Minzgeschmack ab 6 Jahren. Und für uns Erwachsene habe ich auch Colgate geholt. Aber ich habe euch ja schon angedeutet, dass irgendwie die Konsistenz von meiner Lieblingszahnpasta, also die Sensation White, dass die da irgendwas anders gemacht haben. Und das stört mich, weil die ist nicht mehr so schön fest. Die ist jetzt so ganz leicht. Ja, jetzt nicht flüssig, aber sie ist halt einfach nicht mehr so fest. Deshalb habe ich mich jetzt mal nach Alternativen umgeguckt und habe mitgenommen einmal die Max White und einmal die Max Fresh. Ja, die Max White habe ich ja schon getestet, als ich die mal aus Versehen gekauft habe. Die war ganz gut. Max Fresh habe ich noch nicht probiert und ja, werde ich auf jeden Fall testen und bin gespannt,
wie das da ist. Also ich finde die Sensation White nach wie vor gut. Ich habe euch ja schon ganz oft davon geschwärmt, ja, wie gut die ist. Aber ja, sobald irgendwie, weiß nicht, immer wenn die was ändern, machen die das Produkt schlechter anstatt besser. Und das kann ich halt einfach nicht so ganz nachvollziehen. Ich hatte ja damals die BB-Gesichtscreme unglaublich gern benutzt. Und auch das Waschgel hatte ich immer da, bis die auf die Idee gekommen sind, Aprikose reinzumachen. Da fand ich die Produkte plötzlich nicht mehr so geil. Und so ist es auch hier bei der Zahnpasta. So, die letzten vier Produkte kommen. Sophie hat sich auch was zum Duschen ausgesucht und sie hat sich das schäumende Duschgel mitgenommen von Isana. Das ist so eine Limited Edition. Guck mal, ganz süß mit diesem Lama drauf. Und ja, werden wir testen. Ich denke, dass das eher wie so ein Duschschaum ist, oder? Schäumend, ich weiß nicht, wenn es ja eine Dose ist, ist ja meistens Schaum, ne? Aber steht jetzt gar nichts drauf. Naja, wir werden es testen. Dann ebenfalls für die Kleine nochmal zum Baden. Das hatten wir ja für euch auch getestet. Und die Kleine findet es ganz toll. Deshalb durfte es wieder mit. Ist ja neu seit 2 Monaten vielleicht. Von Isana Kids Regenbogenbad. Schaum mit leuchtend bunten Farben. Mit Himbeerduft und Avocado und Traubenkernöl. Und da sind halt so bunte Steinchen drin. Und die kann man halt einzeln entnehmen und in die Badewanne schmeißen. Ja, ist irgendwie ganz goldig. Ja, dann kennt ihr von mir Bambus-Wattestäbchen. Muss ich nichts mehr dazu sagen. Die kaufe ich ja immer wieder nach. Und was ich mir jetzt auch mitgenommen habe, eins für den Urlaub, eins für hier, ist von Isana der Lippenpflegestift Classic. Weil sobald es ein bisschen wärmer wird, warum auch immer, werden meine Lippen spröde, ja. Also im Winter sollte es eigentlich so sein, aber bei mir ist es tatsächlich, sobald es wärmer wird, dass meine Lippen sogar richtig aufplatzen. Und dann, um dem Ganzen vorzubeugen, habe ich mir halt gleich mal Lippenpflegestifte mitgenommen. Ja, also ihr seht, der Urlaub kann auf jeden Fall kommen. Ich freue mich, wir sind gespannt und ich würde mich natürlich jetzt auch riesig freuen, wenn ihr mir für dieses Video ein Däumchen nach oben da lasst oder schreibt mir auch gerne oder zusätzlich schreibt ihr gerne euer Feedback unten in die Kommentare und dann sehen wir uns einfach ganz bald zum neuen Video wieder. Bis dann, ihr Lieben. Ciao!